Hey ho und herzlich willkommen meine Freunde zurück zu Let's Play Far Cry. Es ist spät in der Nacht, um genau zu sein, wirklich spät, und ich habe morgen Schule, deswegen wird diese Folge wahrscheinlich nicht allzu lang sein. Ja, da ich wie gesagt halt Schule habe und mich ein bisschen beeilen muss, damit ich wach werde für morgen Schule und so, und ich hier nicht zu müde werde beim Schlafen. Hey AJ! Ich habe noch ein Propagandazentrum gefunden. Ich schicke dir die Koordinaten. Geh da hin und schalte es ohne Rücksicht auf Verluste aus. Mann, das wollte ich schon immer mal sagen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Das klingt so Black Ops-mäßig, Mann. Sorry, ich schweife ab. Ich lasse dich lieber einfach tun, was du am besten kannst. Hier ist Ruby Ray Rana und ich verabschiede mich. Moment, ich bin gar nicht im Radio. Also schon, aber nicht auf Sendung. Ach, egal. Ich muss nur los. Sorry, klar, AJ. Denk bitte nicht, ich sei ein Loser. Das bin ich nämlich nicht. So, und zurück zur Musik. Nein, bloß nicht. Jetzt komm. Geht's auch. So, würde ich sagen, weiter geht's. Wir sind viele dick heute, aber ich bräuchte ja wieder einen Nashorn. Kann man gerade irgendwas herstellen? Ja, Panzerhornhaut. Tigerfrischhaut. Tigerfrischhaut? Wo kommen wir denn Tigerfrischhaut her? Ich vermute einfach mal Königstiger gegen Tigerfrischhaut. Und mit dem Bogen kann man die ja relativ schnell erlegen. Wir könnten es mal ausprobieren, wenn wir da ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Leute, ihr habt den Sender Freies Kühnert eingeschaltet und hier ist der Rabbi Ray Rana. Also, ich möchte über Anita reden. Furchtlose Freiheitskämpferin, respektierte Anführerin und quasi der harte Kern des Goldenen Tales. Ganz zu schweigen davon, wie scharf sie mit einer Waffe aussieht. Das ist nur meine Meinung, nur meine Meinung. Ich sag das nur so dahin, aber hier ist doch eine kleine Anekdote über Anita. Ich meine, ich habe nicht wirklich nachgeforscht, aber... Aus dem Bogen. Oh, nicht die einzige. Okay. Mal schauen, was das für eine Haut ist, die der da hat. Ich hoffe, ich passe meine Lautstärke. Ich habe vorher leider nicht geguckt und ich merke es halt auch selber nicht so dolle, weil das bei mir immer anders laut ist als bei euch. Es kann sein, dass es viel zu leise ist, kann das sein, dass es aber zu laut ist. Ich vermute, wenn dann eher, wird es zu leise sein. Bringt uns irgendwie nicht weiter. Können wir auch nicht gebrauchen. Ohne die Dachsfell kommt mir dafür irgendwas gebrauchen. Ja, okay, dann reisen wir da mal hin. Ohne die Dachsfell ist bis das Ziel. Guck mal, das ist da oben. Dann einfach direkt den unentdeckten Ort da nehmen. Wir sind nicht zu stoppen, hier ist der Sender Freundskür. Habt ihr schon von den Höhlen gehört, in denen nur ihre kleinen Zusammenkünfte haben? Und ich benutze das Wort Zusammenkunft hier etwas fast, weil ich weiß, dass dort kein Schein sind. Das ist echt starker Tobak, was da abgeht. Ich meine, ich bin ein aufgeschlossener Kerl. Immerhin moderiere ich hier eine Gratis-Sendung. Ein Gratis-Radioprogramm für euch, oder etwa nicht? Bin ich spießig, weil ich die Leute nie verstanden habe, die auf abgedrehtes Zeug stehen? Ich meine, Sex macht Spaß. Ich habe jetzt eine Spritze geopfert. Abreißen. Unentdeckter Ort. Sohn, ich weiß, dass du wegen meiner Sicherheit besorgt bist. Aber wenn wir die Wahrheit nicht sagen, sagt sie niemand. Ruby Ray Rana weicht der Army seit Jahren aus. Aber er benutzt ihre Frequenzen und im Moment wird er durch die Propagandasendung blockiert. Ich habe meinen eigenen Sender. Ich muss für Gunthavers Rock Radio nicht deren Frequenzen nutzen. Die Leute brauchen mich. Oh, Jam, dein Vater. Oh, wie süß.
Oh, fuck. Wie knapp das einer einfach verfehlt hat. Habt ihr das gesehen, Alter? Ich glaube, ich sollte Brophy werden in dem Ding. Weil ich meine, das war echt gut. So dreht man Autos um heutzutage. Und nicht anders. So, jetzt hoffe ich mir einfach mal, dass wir den Honigdachs überhaupt finden hier. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber hier. Hier dann eher. Ich gucke mal hier links den Berg hoch. Ich hoffe, dass wir einen Honigdachs finden oder zwei. Ich würde nicht sagen. Mann. Ja, da habt ihr Angst bekommen. So ist es halt immer mit diesen Tieren. Da bekommen sie Angst, wenn sie nahe kommen. Rothundfell. Brauchen wir halt für nichts irgendwie, gell? Nope, Bro. Vor allem mein Karma steigt, wenn ich euch so töte. Das macht doch keinen Sinn, ey. Ah, und ich hab noch was wir unbedingt machen müssen. Das hat auch gar nichts damit, diesen Tierejagen zu tun. Sondern, das hat mir ein Freund empfohlen. Der hat gesagt, ich solle mal an Handelsbrücke gehen und soll mir etwas kaufen. Etwas sehr, sehr Schönes anscheinend. Gehen wir einfach mal direkt zu dem Handelsposten da unten. Die Folge soll ja auch nicht zu lang werden, das habe ich ja schon gesagt, weil ich halt noch weg muss. Ja. Kaufen und anpassen. Hier direkt auf der ersten Seite gibt es anscheinend. Wo ist denn das? Haftgranate? Wingsuit. Ja, genau, das hat er gemeint, soll ich mir kaufen, weil das hält anscheinend dauerhaft. Und, dieser Wingsuit ist anscheinend, wir können einfach jetzt von Bergen und Klippen runterspringen, ohne dass wir irgendwie Schaden haben. Wir können es ja direkt mal ausprobieren. Ich wette, wir verkacken am Anfang eh. Gerade deswegen ist Ausprobieren wahrscheinlich das Beste. So, wo kann man denn runterspringen? Vielleicht nicht hoch genug. Ich will höher hier aus. Ich will, dass es gefährlicher wird. Wenn wir schon am Sterben, dann sollen wir auch richtig lustig sterben oder so. Aber nur einfach so langweilig sterben ist ja auch nichts. Wir hätten vielleicht unsere Beutetasche entlernen sollen, damit wo eh hier das Posten ist. Wir sind so doof. Schön, die sind nicht doof, aber ich bin doof. Das muss man schon an. Nicht rein. What the fuck? Ich habe jetzt auf jeden Fall meine Wingsuit gekauft. Ich hoffe einfach nur, dass der auch so geil ist. Verkaufen. So. Das war's, Leute. Das war's. So, können wir wieder rausgehen. Und wir haben ein bisschen von der Beutetasche verkauft. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz, ey. Knapp haben wir so ein Ding. Ich nur, wie gesagt, das ist nicht zu laut. Leute, ihr habt den Sender von Eskyrat eingeschaltet und ich bin Rabbi Ray Runner. Also, ich möchte über Liter reden, kurzlose Freiheitskämpferin, respektive Anführerin und quasi der harte Kern des goldenen Tages. Ganz zu schweigen davon. So, noch einmal. Sind das Wölfe? Oh mein Gott, wie geil! Das waren Wölfe. Krass, ist das geil. Okay, da hat mir mein Freund nicht zu viel versprochen. Das ist awesome.
Das ist richtig gut gemacht einfach. What the fuck? Ich hätte den Fallschirm aktivieren können, schon klar. Aber ich habe den Boden ja nicht berührt und da war ja eine Brücke über mich. Ich wollte da jetzt so durchfliegen. Und dann ging es nochmal tiefer und dann wollte ich den Fallschirm aktivieren. Aber ja gut, habe ich gesagt. Böses Spiel ist böse zu mir, es mobbt mich. Ich habe es herausgefunden, in Wahrheit mobbt mich das Spiel. Und das war schon immer die Absicht von dem Spiel. Benutze bei Stürzen dein Wingsuit um am Boden. Ja, guck genau, das habe ich jetzt. Bewege dich an Bergabhängen und Klippen langsam, damit du nicht stürzt. So, mal schauen, ob wir den noch haben. Haben wir den Wingsuit noch? Ja, der bleibt für immer. Geile Sache. So, Haftgranaten helfen anscheinend gegen Nashörner, hat mir auch mein Kumpel erzählt. Haftgranaten und C4, dann können wir Nashörner töten und haust die anscheinend so richtig schön weg. Was wir jetzt aber noch einfach versuchen ist, mal schauen, ob wir irgendwo was hier in der Nähe haben, wo noch was nichts erkundet ist. Oder wir könnten auch diesen Handelsposten da einnehmen. Puh, was wir davon machen ist jetzt halt die Frage. Also hier ist es nicht, ich brauche Bärenfell. Ja, weniger, ich brauche schon, aber... ich brauche Jackfell. Auch immer Jackfell. Können wir nämlich vielleicht gleich noch die zwei unentdeckten Orte mitnehmen und ein bisschen Jackfell holen. Und dementsprechend machen wir dann nächste Folge weiter mit der Hauptmission. Ich wollte wahrscheinlich diese Folge mit der Hauptmission weitermachen. Aber das kommt jetzt... Ich hab's halt total vergessen mit Far Cry 4. Jetzt... Naja. Bin ich nicht so flott voraus. Leider muss man dazu sagen. Weil Zeit sparen tut es natürlich schon. Aber es ist halt auch immer, wenn ich mit euch mich unterhalte und mit euch kommuniziere... Gerade wenn ich sowas von Freunden erfahre, wie das und das geht, dann lohnt sich das halt mehr, wenn ich das direkt lerne, als wenn ich dann in 10 Folgen Verspätung komme. Natürlich auch doof. Aber kann man jetzt halt relativ wenig gegen machen. Bei Far Cry 4 ist es jetzt nicht so schlimm, aber bei Techland, da merkt man es ja gerade, weil ich eben voraus aufnehme, gerade auch weil der Server ja kostet und wir müssen den bezahlen und so. Ja, ich bin ja nichts gesponsert, ich bin ja klein, ich bin klein. Und so, und dann muss man die halt die Zeit nutzen und so. Ja, aber gut. Mein Freund, ich kann dir viele Dinge zeigen. So, da haben wir einen Ort. Und hier drunter ist irgendwie ein Ort. Oh, krass. Wie geil ist das denn? What the fuck, ich sehe gerade gar nichts in der Steuerung. Das ist ja richtig cool. Das ist ja extrem cool. Wenn ich die Maske schnitze, höre ich deine Stimme in meinen Fingerspitzen. Da muss irgendwo eine Maske liegen. Diese Masken haben definitiv nichts Gutes auf sich. Denn sonst würde nicht immer da, wo eine Maske geschnitzt wird. Eine Maske hergestellt wird. Wenn einfach nur eine Maske ist. Freunde sehen die Masken jetzt auch nicht aus. Weil vielleicht nicht übertrieben, was ich gesagt habe, aber sie sehen die Masken. Wie komme ich jetzt da wieder hoch? Ja. Ich vergesse das immer, ich verwechsel die ganze Zeit einfach. Die ganze Zeit ist das schrecklich. Aber ja, gut. Kurzzeitgedächtnis und so. Seid ihr meine Gegner? Hier ist ein Ort, den ich noch nicht habe. Da rechts ist ein Ort, da vorne ist ein Karo-Event.
Windturbine! Irgendwas ist hochgegangen! Bin unterwegs! Jetzt! Karma Event. Attentat aufgehalten. Wir sind gut hier, Jungen. Wir sind fleißig. Wir sind sozial. Und ich glaube, wir haben gerade richtig geholfen. Das Coolste wäre natürlich, wenn wir jetzt noch Jack finden direkt. Aber. Ich hab grad einen Hund eingebaut. Also ich sehe jetzt, wenn ich ehrlich bin, noch kein Jagd, muss man jetzt sagen. Da unten noch irgendein Ort. Da haben wir noch so eine Mana-Dings, die könnten wir holen. Was haben wir denn als Fähigkeit? Wie viele Punkte haben wir denn? Einen Punkt. Ja, das bringt uns jetzt relativ wenig. Entschuldigung, aber es geht halt echt nicht. Der Jack ist jetzt hier keins, ne? Ich sehe wahrscheinlich keinen Jack und ihr seht wahrscheinlich auch keinen Jack. Na gut, dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir da unten zu dieser Höhle. Und eben weil wir jetzt diesen coolen Wingsuit haben, gehen wir jetzt. Nicer Shit. Also ich meine, wenn das nicht fancy ist, dann weiß ich auch nicht. Und. Ganz ehrlich, das hat schon ein bisschen Zeug. Tada! Hat trotzdem ein bisschen Aua gemacht. Auch wenn ich mich extra angestrengt habe, langsam zu machen. So, da ist noch so eine Waffe, da holen wir die auch nicht mehr. Und da ist noch ein Tiger, den können wir auch noch schnell holen. Und ein Wildschwein. Ich will zuerst holen, ist halt die Frage. Komm her, Wildschwein. Scheiße! Einfach genau in dem Moment. Töte den Adler. Ich hab das Wildschwein getroffen. Am Arsch ist die Beutetasche voll. Warum ist die Beutetasche jetzt schon wieder voll? Ey, immer ist die scheiß Beutetasche voll. Ja, als ob. Ach, so viel habe ich da aufgesammelt. Ja, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. So viel ist es doch nicht. Was ist denn das? Ist das denn ein Wildschwein? Ich bräuchte Wildschweinhaut. Oh Mann. Oder ist das nur ein normaler Schaum? Ich glaube, das ist nur ein normaler Schaum. Das war kacke. Ja, das war nur ein normaler Schwein. Mann. What the fuck? Ist der. Lol. Ja, der ist tot. So, dann können wir jetzt aber die Schweinehaut einfach wegschmeißen. Oder sonstiges. Ja, die Schweinehaut. Stapler. Zack. Königstigerfell nochmal. Brauchen wir nochmal. Bestimmt. Und vor allem bringt es viel Money. Selbst wenn wir es nicht brauchen. Wir brauchen das. Oh, was ist denn hier? So viele sterben mit Angst in den Augen. Aber wenn sie ihren Zweck kennen würden, würden sie mir danken und sich mit einem Lächeln auf den Lippen bereitwillig opfern. Okay, irgendwas scheint nicht so geil zu sein, wenn ich das so sagen darf. Diese komischen Aussagen. Fast schon ein Rätsel, ein Puzzle, das wir zusammen haben. Ja.
Aber ich würde erstmal sagen, das war's für diese Folge von Let's Play Far Cry 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Und vergesst nicht, auch bei Techland vorbeizuschauen. Da findet ihr viele andere Leute und vor allem auch mich. Und ein cooles Projekt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr könnt euch auch gerne alte Folgen einschauen von Far Cry, von Techland. Steinalte Folgen. Ihr könnt Evoland schauen. Wer das vielleicht kennt oder noch kennt oder noch nicht kennt, sollte es sich anschauen. Evoland, ein 12-folgiges Projekt, das mal damals die oder 15-folgiges mit vielen coolen Features, ist auf jeden Fall ein gutes Spiel gewesen. Ihr könnt aber auch Battleblock schauen mit mir und dem lieben Writers, der ja kein YouTube mehr macht, richtig. Leider Gottes. Finde ich schade. Ihr könnt aber auch Mordor Schatten schauen oder Risen 3. Alles Projekte, die wir schon abgeschlossen haben. Darauf bin ich ziemlich stolz. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Mittag oder Morgen. Dementsprechend, wann ihr das Video schaut. Macht's gut. Euer Daysplace.